Weil du könntest mir Wesen definieren und Hippostat definieren, würdest du es nicht definieren können? Würde ich dich jetzt fragen, kannst du Natur und Hippostat Nein, 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 du definieren? beantwortest jetzt einfach Pavlos, meine ich gehe doch gerade Frage. auf deine Fragen ein. Nein, nein, du gehst gar nicht drauf Aufpassen. ein. Doch, Pavlos, chill. Hat Gott Komm eine runter. Rangordnung? Pavlos, komm doch runter. Blamier dich bitte nicht. Hör auf. Das ist Das stimmt ehrlich doch gar peinlich für nicht. dich. Hat Ich Gott eine beantworte. Guck Rangordnung? mal, wie süß ich und wie sanftmütig ich mit dir bin. Sei doch nicht so ätzig. Komm mal runter, iss ein Snickers. Subhanallah. Ey, das sieht ein Bruder So. Danny, ich rede nicht mit einem, der ständig so Pandala ganz heißt. Was ist So, das hier? ganz kurz, ganz Was kurz. ist das denn Philippa für eine 2, Regenfrage? Philippa 2. Du gibst mir ja dieses Ding, wo selber noch drinne steht, der Ich Sohn habe war dich sich. gefragt, hat Gott eine Rangordnung? Das will ich dir doch Du gerade sagst nein. antworten, Ist Pavlos. das ein Nein? Dann, wie Pavlos, kann tu das mir sein, dass ein keine Wörter in kleingläubiger den Paul diese Wörter. Rangordnung gegeben hat, indem er sagt, Vater ist ja alleinige Monarchie, Alleinherrscher? Und das hat er gesagt. Ich habe den Videobeweis, wie er es gesagt hat. Und er Okay, kann seine okay. Videos löschen, wie er möchte. Ich habe den Beweis und habe es gepostet. Und dieses Monarchie heißt Alleinherrscher. Er sagt, nur der Vater kann alleinherrschen und hat die anderen die Vollmacht gegeben, damit die dann auf einmal da mitherrschen können. Das geht doch gar nicht. Ist der Vater älter als der Sohn? Ist der Sohn untergeordnet dem Vater? Und ich rede von der Jesus Trinität. wurde Wie vor viele Menschen kurzem erst könnten? geschaffen, Bruder. Alles, wie Orthodoxen glauben, dass Jesus erschaffen ist, Bruder. Alles gut. Nein, nein, du, ihr Orthodoxen glaubt, dass eine Trinität eine Rangordnung gibt. Das gibt es gar nicht. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sind eine Linie. Jeder hat unterschiedliche Aufgaben, aber eine Linie. Warum? Ein Wesen. Amen. Gottwesen, Gott selbst. Ihr habt das nicht. Ihr sagt, der Vater ist Stufe 1, Stufe 2 der Sohn und dann gibt ihr noch bestimmte Stufe 3 den Heiligen Geist. Was ist da los? Dass ihr schon nur den Sohn eine Stufe Pavlos, 2 gegeben habt, Pavlos, ist, seid ihr disqualifiziert. Ihr glaubt nicht an die Trinität und Pavlos, ihr sagt komm doch Gott. runter jetzt. Komm runter. Du bist hibbelig. Das ist komisch. Nein, Ich will doch antworte jetzt antworten. darauf. Hat Ich will Gott doch. eine Rangordnung Guck mit der mal, Pavlos. Trinität? Ich habe dir die Pavlos, Frage du jetzt hast mir genauer drei definiert, Fragen beantwortet. Du antworten. hast mir drei Fragen gegeben. Ich muss jede drei Fragen gerade Nein, ich habe nur beantworten. eine gegeben. Nein, Hat hast du Gott eine nicht. Nein, hast du Rangordnung nicht. in der Ganz. Trinität? Du bist ein lauwarmer Christ, ehrlich. Ein sehr, Das sehr gibt's doch gar lauwarmer. nicht. Hat Gott eine Rangordnung in der Ganz Trinität? Du kurz, brauchst ganz nicht ja und kurz. nein antworten. Du kannst Pavlos. sogar mit deiner Erklärung Ja, antworten. die Hat Gott Antwort eine antworten. Guck Rangordnung mal, in der Rangordnung Trinität? im Wesen her gibt es nicht, da es nur ein einziges Wesen Gottes gibt. Eine Rangordnung in der Hypostase hast du dir selber gerade gegeben. Wer war Jesus? Warum steht in Philipper 2, dass Jesus gehorsam war? Wem war er gehorsam? Warum steht in Johannes 1, Vers 3, was deine Trinität mit der Monarchie und dies, die Seht ihr, Blutquelle es gibt jenes die und jenes Trinität eine zerstört? Rangordnung. Jesus Christus, wie du siehst, am Anfang, warte mal, ich lese dir mal einfach 1. Mose vor, okay? Ich lese dir Lies, einfach lies. 1. Mose vor, Seht dann ihr, verstehst du es meine auch. lieben Zuschauer, Denn genau am Anfang aufpassen. erschuf Wie Gott er die die Himmel und Trinität die eine Erde. Rangordnung gibt, alle Die Erde aufpassen. war Hör zu, wüst und Bibel. leer und die Finsternis, und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und jetzt Hebräer 1. Hebräer 1. Aber schon, dass Mit Allah der nicht Gott mit heißt, dem ne? dies und das und jenes, mit der Rangordnung im Wesen, wie gesagt, gibt es nicht. Eine Aber Rangordnung schon, im dass Wesen glauben wir gar nicht. arabische Christen Du hast dich Allah sagen Schwachsinn. und nicht Allah. Er hat in den letzten Tagen zu uns geredet, noch einmal durch seinen Sohn. Er hat ihn eingesetzt zum Erbe von allem. Durch ihn. Der Vater hat durch ihn die Welten erschaffen. Du bist kaputt, ehrlich. So, Pavlos, du Mal bist war Vater, wirklich, Sohn, wirklich Heiliger durch. Geist vor Nur ganz diese kurz, und das Welt nochmal zur sah, war Vater, Rangordnung Sohn, der Heiliger Geist vor dieser Monarchie, Welt da? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Guck mal, ich habe War dich ja Vater, Sohn, gerade Heiliger darauf Geist hingewiesen, was vor bedeutet dieses Hypostat, was Universum da? bedeutet Wesen, was bedeutet Natur. Hallo? Diese Definitionen, und das, Das gibt's doch gar nicht. ja, du War kennst diese Vater, Sohn, Definitionen nicht von Heiliger Hypostat, Geist weder vor noch vom dieses Wesen, Universum weder da? noch Ja von oder der nein? Natur. Du kennst diese Definitionen gar nicht, ehrlich nicht, null, Gibt's null. doch gar nicht. Und ich erkläre es dir. Wesen bedeutet vom Den her, ist ein Synonym für Charakter. Ein Charakter. Man kann sagen, also ein Charakter, ein Wille, ein Wesen, eine Person. Hypostase definiert sich in Also Element. behauptest du jetzt Zum gerade, Beispiel dass Gott kein eine Wesen ist, Eigenschaft sondern einfach nur ein Gottes. Charakter ist? Das ist eine Eigenschaft Gottes. Ein Element. Die Natur definiert sich Salamu darauf hin, auf deine alaikum. Spezies, was du Alaikum bist. Zum Beispiel, oder was du auch Was ist das annehmen Thema, Junge? kannst, was du werden kannst, was du werden könntest, was du möchtest. So, weißt du, was ich meine? Für Gott. Aus Gottes Sicht. Nicht aus meiner Sicht. Aus Gottes Sicht. Ich rede hier gerade aus Gottes Sicht. Nicht aus meiner Sicht, ne? Subhanallah. Da definiert sich die Wörter. Die Synonyme. Die kennst du gar nicht. Wenn ich sage, dass der Sohn sich dem Vater untergeordnet hat, dann ist es keine Lüge. Absolut nicht. Seht Steht ihr, in der jetzt habt Bibel. ihr es Klipp alle und klar. gehört.
jetzt bist du ruhig. Jetzt habt ihr es alle gehört. Er hat die Trinität eine Rangordnung gegeben. Du bist raus, disqualifiziert. Du glaubst gar nicht an die Trinität. Das ist Disqualifikation höchster Form. Das hat dich raus. Du kannst aber umkehren. Aber wenn du dich umkehren willst, dann ist das dein Problem, nicht mein. Ich werde bald Protestant, Bruder. Dankeschön. Nein, ich bin kein Protestant. Ich bin ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus. Nee, du bist ein lauwarmer Christ. Das Zweite, hör zu, auf zu urteilen gegeneinander. Warte bitte, warte. Ali. Wir machen das jetzt ganz einfach. Ihr habt jetzt die Rangordnung der Trinität gesehen. Das ist katastrophal. Warte, Sally. Ich habe die doch gerade sogar definiert, warum es so ist. Ich habe die jede drei. Du hast es gemacht. Ist ja okay. Aber jetzt haben die es alle gesehen, dass die Orthodoxen eine Trinität nach Rangordnung geben. Was die ganze Zeit immer verleugnen, wenn man darauf fragt. Aber jetzt hat das endlich mal zugegeben. Und das ist raus. Johannes Kapitel 1, Vers 3. Hat dich disqualifiziert durch alles ist entstanden und ohne dasselbe ist nicht alles entstanden, was entstanden ist. Was ist dasselbe? Du kannst nicht mehr antworten. Was ist dasselbe? Es ist Jesus, Heiliger Geist. Also was ist dasselbe? Nein. Was ist dasselbe? Wer ist der Wort? Wer ist das Wort? Warte mal, du hast gerade gesagt, der Vater, Sohn und der Heilige Geist. Wer ist aber ist das? Nur Sohn? Wort. Wer ist das Wort? Gibt's doch gar nicht. Wer ist das Wort? Egal, Jesus egal. Christus. Alles gut. Komm, hallo. Ich frage dich noch einmal. Weißt du, was dasselbe ist? Was ist dasselbe? Mal, willst du mir jetzt endlich antworten? Nein, ich möchte, dass du mir antwortest, weil Jesus du flüchtest die ganze Zeit über die Frage. Was ist dasselbe? Wesen. Nein, Gott damit ist das nicht gemeint. Was ist dasselbe? Hör doch zu, Alibin. Das Wort ist der Ebenen. Jesus Christus. Was ist dasselbe? Nein, bitte antworte doch. Was ist dasselbe? Was ist dasselbe? Flüchte nicht. Was ist dasselbe? Ey, hallo, was, ey, wenn ich was jetzt rede, ist dasselbe? Ich unterbrich mich jetzt nicht. Denn das, hör jetzt genau zu. Das Wort ist der Jesus Christus. Schon mal das Erste. Wallahi, Knockout für dich. Wallahi, Knockout. Egal, hör mir zu. Dasselbe an meine Geschwister hier, die in Jesus sind. Inshallah, ihr seid in Jesus. Oder denn, was ist das? Dasselbe bedeutet nichts anderes. Hallo. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ohne das ausreden. Wort wäre nichts entstanden, was entstanden ist. Das heißt, der Vater hat durch das Wort alles erschaffen, was erschaffen ist. Boom das für dich. Da ist dein Jesus Knockout Christ. Und du bist ein Heretiker. Du interpretierst Verse, Lest wie du es möchtest. Bitte. Du Heretiker. Und jetzt noch einmal meine letzten Wörter. Ich gehe hier direkt raus. Ja, und mit mal, Heretikern wie du möchte ich nichts zu tun haben. Gar nichts. Das heißt, ich schreibe in 2. Petrus 2. Es gibt auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden einen schnellen... Bruder Danny, was ist das? Was ist das denn? Ich dachte mal, ich bin ein Gespräch und dann ist doch bei Maus. Hier ist noch ein Muslim drin. Gottes Segen erstmal mit, zwei Muslime. Hallo? Gottes Segen. Also Salid und Smile. Gottes Segen. Was ist das da? Was ist Thema? Thema ist alles ist Thema, was liegt auf den Herzen? Seele, also Thema ist alles. Illuminati, alles, was du willst. Damit wollen sie sagen, dass Islam nicht die Wahrheit ist. So. Islam ist nicht die Wahrheit, genau. Auch Muslime sind Freimaurer. Warte mal. Du glaubst an die Bibel, oder? Soweit ich weiß? Hä? Hallo? Ja. Du glaubst an die Bibel, oder? Ja. Aber in der Bibel steht doch, dass Gott nicht schlafen kann. Wie hat dann Jesus geschlafen? Philipper 2, Vers 5. Philipper 2, Vers 6 bis 8. Erzähl mal. Ja, da steht Gott, wo der Mensch warte, ist. War das jetzt ein Fehler von Jesus oder von euch? Nein. Die Bibel hat mehr Fortnite-Updates, Bruder. Ja, dein Koran hat noch mehr Updates. Ja, weißt Koran, du warum? Oder bei Koran wurde seitdem es geschrieben, wird doch nichts geändert. Steht dort drin, dass es in Jüdien die Tora des Allahs Wort ist. Bruder, lass mich ganz kurz eine Frage stellen. Weißt du, dass es im Koran auch sowas wie Altes und Neues Testament gibt? Weißt du das? Gibt es nicht? Weißt du das? Ja, Sura 2. Bruder, sag Koran wurde geändert. Wallah, ja, warte, ich sage dir, nein, hör zu. Hör doch mal zu, dann kannst du vielleicht was lernen. Hör zu. Es gibt Verse, das sind medinische Verse und es gibt mekanische Verse und es sind verschiedene Zeiten und die wurden ab und die einen haben die anderen auch abgelöst. Also habt ihr auch ein altes und ein neues Testament, so wie wir auch. Das ist dir schon bewusst.
dass du daherkommst und sprichst irgendwas, ohne nachzudenken. Ich spreche aus meiner Sicht, was herausgefunden wurde in der Bibel. Ja, genau, aber du solltest ja auch überlegen, was du sagst. Wenn du was sagst, solltest du auch überlegen, was du sagst. Aber guck mal, sei mir ehrlich, wir sind jetzt eigentlich... Aber du kannst dich nicht über eine Sache lustig machen, wo du selber auch hast. Frag dich doch gerade. Das ist wie wenn du sagst, du trägst Turnschuhe und du hast aber auch Turnschuhe an. David Bov, Danu. Guck mal. Was soll ich sagen, Bruder? Wallah, Bruder, ich hab kein Wort. Wie findest du, also was soll ich sagen? Was sind Muslime in deiner Sicht? Meine Sicht sind es Menschen, die leider an eine falsche Lehre glauben. Die leider ein falsches Glauben haben. Ja. Okay, was sind für dich Christen? Christen? Ja, was sind für dich Christen? Sind normale Menschen. Das sind normale Menschen. Aber dass sie den falschen Weg gehen. Merkst du? Wenn du eine Frage stellst, wo du die Antwort schon weißt, warum stellst du sie? Darf ich doch oder nicht? Vielleicht hast du eine andere Sicht. Ja, aber was für eine Antwort erwartest du von mir? Ja, es gibt's doch auch... Es gibt's doch auch andere Dings da, wie nennt man das? Es gibt's auch Christen, die Muslime als schlimmer sehen halt, die so sind. Weißt du, was ich meine? Aber das sind doch, guck mal, jeder Mensch ist doch, wie er ist. Ich sage von mir, ich bin Nachfolger Christian. Mein Herr sagt zu mir, ich darf keinen hassen, ich soll alle lieben. Was er glaubt, das kann ich hassen. Und das, was du glaubst, das darf ich hassen. Aber den Menschen, dich selber, darf ich gar nicht hassen oder urteilen. Dafür bin wo ich nicht. Wo steht denn im Koran, wo man hassen soll? Naja, wenn du so 29 nicht wie alle abgeschlachtet werden. Wenn du Sure 9, Vers 29 liest, dann weiß ich nicht. Oder wenn dein Gott mich Najis nennt, ich bin weniger wert als Dreck. Also ich weiß nicht. Steht auch, tötet die Ungläubigen. Steht auch in der Bibel. Nein, steht nicht in der Bibel. Und da steht den Koran, Sure 9, Vers 29, und ich gebe den einen Hadith. Steht es denn bitte? Okay, beweis mir das mal. Sahih al-Bukhari, 29, 26. Bitte, Brüder? Ja, bitte. Vielleicht ist das besser. Ja. Na klar, der zeigt es. Wenn ihr das zeigt. Guck mal. Die Sache ist, ich sag doch, das steht doch, aber das steht doch auch in der Bibel. Was ist die Bibel? In der Bibel steht. Mein Lieber, darf ich kurz was sagen? Schau mal, hier steht gerade hier in den Chat, ja. Open Doors, sagt dir das was? Open Doors, die verfolgten Christen in muslimischen Ländern. Die werden in Gefängnisse geschmissen, die werden getötet, nur weil sie zu Jesus stehen und nur weil sie eine Bibel haben. Viele Bibeln sind verboten. Geschwister von mir, die gehen in diese Länder und bringen heimlich Bibeln dahin. Die riskieren ihr Leben für dieses Buch. Wenn das nicht die Wahrheit ist, warum ist das dann so verhasst? Warum wird es verboten in muslimischen Ländern, wenn es nur ein Märchenbuch ist? Warum werden Menschen ins Gefängnis geschmissen, getötet? Ich kenne einen Bruder, dem wurde gesagt, der war fast verhungert. Die haben gesagt, wenn du sagst, dass du nicht an den Herrn Jesus glaubst, dann kriegst du was zu essen. Und er hat gesagt, nein. Ich stehe zu meinem Herrn Jesus. Die haben den so gequält. Und du sagst mir, wo steht das? Also ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Entschuldigung. Das steht, tötet die Ungläubigen. Ich habe ein Video heute gepostet, Bruder Danny, ne? Und Schwester, hört mal zu. Da hat dieser Sheikh Ibrahim gesagt, ne? Dieser Sheikh Ibrahim, der so, Meinung zu Christenverfolgung, war so ein Kommentar, ne? Und da sagt er so, Christenverfolgung? Ich habe noch nie gehört, dass Christen verfolgt werden. Ich habe direkt Open Doors repräsentiert, wie die nur islamische Länder, nur 90%, 80% nur islamische Länder, wo Christen verfolgt werden. Und gerade diese Karte, ihr seht, nur solche Länder auch noch. Und ich habe das gepostet heute. Ich bekomme schon direkt Drohnachrichten von denen. Na? Da hat einer reingeschrieben, ja, wir werden jetzt auch über dich berichten. Ich meine, was wollt ihr über mich berichten? Die drohen jetzt mir schon. Ah, es ist heftig, weil ich habe nichts schrecklich gesagt. Schrecklich, ey. Nur Open Doors. Krass. Nur Open Doors. Schon kommen die Drohnen. Ja, die Wahrheit hast du gezeigt, Bruder. Die Wahrheit. Das ist keine Lüge. Die Geschwister riskieren ihr Leben, damit die Menschen Gottes Wort irgendwie bekommen können. Das ist so traurig. Das ist wirklich heftig. Wirklich. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Stunden gepostet mit diesem Schicksal. Ich habe kein Wort dazu gesagt. Nicht ein einziges. Ich habe sein Video nur gezeigt.
Dann meinte Chris, warum gibt es nicht? Ich habe dann einfach nur Open Doors gezeigt, wie man dann klicken kann, Rangliste drücken kann. Dann steht da Christenverfolgung, 50 Länder, wo nur Christen verfolgt werden. Steht ich habe eine kurze Frage an euch, wenn ich die stellen darf. Ihr glaubt doch, dass Jesus Gott ist, oder? Jesus ist Gott. Amen. Ihr glaubt doch so, dass Jesus Gott ist, richtig? Ja. Okay. Ja. Amen, ja. Ein Moment kurz, ich habe kurz Blackout, jetzt habe ich wieder. Jesus wurde gefragt, wann ist der jüngste Tag? Aber Jesus meinte, ich weiß das nicht. Kann einer mir das erklären? Kolosser Kapitel 2, Vers 5 bis 8 musst du lesen. Denn da steht geschrieben, dass der Mensch erfunden wurde, der Menschenfleisch. Und er hielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein. Der hatte immer Zugriff drauf gehabt, hielt es aber nicht wie ein Raub fest. Warum? Weil der Menschensohn nur ein begrenztes Wissen haben sollte und sich unterordnen sollte gegen den Vater. Nicht die Hypostase, sondern der Fleischmenschensohn. Und deswegen wurde Gott Mensch und dieser Mensch hat sich untergeordnet und der Mensch hat da geantwortet. Deswegen weiß der Mensch auch den jüngsten Tag nicht. So, und willst du mir sagen, dass... Ich eine Frage stellen. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Willst du mir dann, das steht doch selber sogar in der Bibel, dass Jesus sich gekniet hat und gebetet hat. Ja, wir beten die Christen ja auch. Wir beugen uns auch noch hin, aber wir können in jede Stellung beten, egal wie wir wollen. Ja, aber Jesus ist doch Gott. Warum hat er sich denn gebetet? Wir glauben an die Trinität. Hallo, warte, der Menschensohn war dem Vater untergeordnet, der Sohn, Mensch. Und der Menschensohn hat doch zum Vater gebetet, aber hat nicht um die Sündenvergebung gebetet, sondern er hat für uns alle gebetet. Er hat niemals für Sündenvergebung gebetet. Er hat mit dem Vater gesprochen, der Menschensohn, weil er ein Vorbild für uns sein soll. Philipper Kapitel 2, Vers 6, da steht, ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war. So sollen wir wandeln. Und er hat es als Vorbild für uns getan, denn er hat als Menschensohn mit Vater eine Beziehung gehabt, gesprochen. Ein Telefonat, kann man sagen, so quasi geführt mit diesem Gebet. Und jetzt möchte ich kurz was sagen, bitte. Und zwar, ich möchte dir mal, Smiley, gerade was sagen. In der Bibel steht, dass sie im Namen Gottes Menschen töten werden. Also, dass Menschen andere Menschen töten und es im Namen Gottes tun, ja. Und dass sie das tun, weil sie Gott nicht wirklich kennen. Und jetzt frage ich dich, zum Beispiel im Krieg, der gerade ist, warum, ja, wenn das mit dem Islam nichts zu tun hat, warum sagen die dann Allahu Akbar, wenn die Menschen töten? Das würde ich gerne verstehen, wenn das einfach nur ja, mit dem Glauben... Soll ich dir ehrlich sein? Das sind keine Moslems. Natürlich sind das Moslems. Es steht doch nicht geschrieben, tötet die Ungläubigen. Vers 5, Suche 5, Vers 33, die bezieht sich aus dem Koran. Warte, ganz kurz. Smiley, lest vor. Komm mit der Quelle, sag mal, wo das in der Bibel drin steht. Lest das mal vor. Hol's mal raus, lest es mal vor. Kann einer bitte Suche 9, Vers 29 lesen? Hat das einer vor sich liegen? Ich leider nicht. Aber die Bibel wurde das prophezeit. Das ist ja eine Prophezeiung, die lange, lange vor dem Koran war, dass Menschen andere töten und das im Namen des Herrn machen und das aber tun, weil sie Gott nicht kennen. Das ist, ja, das ist die weißt du, ich sage zum Beispiel, wenn jemand einen anderen Menschen tötet und sagt Allahu Akbar oder Gott ist groß, daran erkennt man, was für ein Gott sie haben oder wer Schwester, ihr Gott ist. Ich will jetzt das, was du sagst, auch was hinzufügen. Denn in Sura 9, Vers 22 steht geschrieben, die beziehen sich alle aus Allahs Wort, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen von diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind. Da habt ihr es. Genau, und wisst ihr, was ich ganz schlimm finde? Ich habe eine Gruppe von Muslimen gesehen, die sich verabredet haben zur Party wegen dem Krieg, weil die sich gefreut haben und haben dann gesagt, jetzt pass auf, der Widerspruch, und danach gehen wir beten. Was ist das für ein
Widerspruch, zu feiern, dass Krieg ist, Menschen getötet werden und sagen, wir gehen dann beten. Also für mich ist es Satan, der da wirklich der Gott ist einfach. Denn Satan tötet, nicht Gott. Guck mal, für mich sind das keine Muslime. Wenn du das beweisen kannst, dass du so eine Gruppe hast, dann zeig es doch. Ja, aber lieber Smiley, schau mal, es steht doch geschrieben, der Bruder hat dir doch gerade die Suche genannt. Und es steht ja auch drin, nimmt nicht Juden und Christen zu Freunden. Warum dürft ihr nicht uns zu Freunde nehmen? Weil wir weniger als die Tiere sind. So steht es in deinem Buch. Und weißt du, wir sind friedlich. Wir sollen alle Menschen lieben. Deswegen halten wir uns geschlossen. Aber ich glaube, wenn das andersrum wäre, dann hätten wir ein großes Problem als Christen. Ich lese gerade den Koran, wenn ich gerade nichts antworte, sorry. Alles gut. Und wenn gerade keiner spricht, kann ich ja noch eine Frage stellen. Warum hat Allah uns Christen angelogen, 600 Jahre lang, dass wir gedacht haben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, laut Koran? Wie kann das sein, dass er... Im Koran... Okay, es tut mir leid, darf ich reden oder willst du weiterreden? Nee, ich bin fertig, Ach so, okay. Im Koran steht doch, dass Jesus nicht gekreuzt wurde, dass eine andere Seele bei ihm reingegangen, dass Jesus... Die Seele wurde von Allah weggenommen, ist gerade in den Paradies. Wenn dann die Zeichen von dem jüngsten Tag kommt, kommt dann Jesus wieder zurück und kämpft gegen den Jabal. Ich meine, warum Allah von sich selber sagt, in Sure 3, Vers 54, dass er der beste Täuscher ist und er uns Christen ganz, ganz viele Christen getäuscht hat die ganze Zeit. Wir haben ja gedacht, dass Jesus gekreuzigt ist und Allah hat einfach jemand anders dahin gehängt, damit wir denken, da hängt Jesus. Das heißt, er hat uns angelogen und er sagt ja von sich selber, er ist der beste Täuscher. Bei uns ist der Täuscher der Satan. Deswegen will ich dich fragen, wie kann das sein? Oder warum hat er das gemacht? Möchte er uns alle in die Hölle schicken, ohne dass wir etwas getan haben? Er ist ja schuld, weil er hat uns ja angelogen. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich nicht so viel weiß. Sorry. Also für mich macht der Islam auch null Sinn. Null Sinn. Weil Mose kam mit das Gesetz, der Herr Jesus mit der Gnade und 600 Jahre später kommt auf einmal jemand, will wieder das Gesetz bringen, aber dann noch, wenn man sich Mohammeds Leben anschaut, absolut, man sieht ja, was für Früchte er getragen hat. Tote, faule Früchte, tut mir leid, aber es ist die Wahrheit. Allein alles, was in den Hadithen steht, allein wie der Islam sich verbreitet hat, das sieht man doch schon, was für Früchte dahinter stecken, welche Geister da am Werken sind. Ich komme gleich wieder mit einem besseren Wissen, mit einem Freund gleich. Ich komme dann gleich wieder rein, ja? Okay. Ja. Okay. Ja. Bis gleich. Liebe Geschwister, aber ich muss jetzt auch Liebe raus. Ich bin müde. Heute eine gesegnete Nacht. Oder Danny wird dieses ihm weiterlaufen lassen, natürlich. Ne, der wird weiter das Wort Gottes verbreiten. Pablo, aber beim nächsten Mal gehen wir bei dir rein. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Siehst du das? Alles gut, guter Danny. Alles gut. Vertraue auf den Herrn, das ist auch eine späte Stunde. Ja. Manchmal so. Ne? Ist ja mitten der Woche, das dürfen wir auch nicht vergessen. Guter Danny. Hat jemand, ich suche diese Suche ganze Zeit, ich habe die vergessen und finde die nicht. Wenn jemand die weiß, soll er mich bitte anschreiben, wo der Dschihad ausgesprochen wird, wenn die Muslime mehr als 50% sind, also die Mehrheit sind in einem Land.
Ja. Ich habe diese Suche gehabt, aber ich finde die nicht mehr. Vor ein paar Tagen hatte ich sie. Ja, Wollen ich wir habe dann noch es bis 11 Uhr wieder. machen und dann gehe ich auch Ja, auf. einfach den Boah, ich Google bin halt und wirklich auch froh morgen wieder, Bruder, denn aufstellen. ich hätte eigentlich schon nicht Okay. schlafen müssen. Deswegen, aber die anderen. Schaffst du noch bis 11? Also lassen wir noch bis maximal. Alter, nicht, Bruder, ich wirklich nicht. Wirklich, Hey, nächstes Bruder Mal Danny. bestimmt, aber diesmal nicht. Ich bin Warte. wirklich todmüde. Bruder Danny, aber um 11 verlasse ich. Ich sag Gottes Segen und geh raus. Also ich Gottes rede Segen, nicht meine noch Liebe. weiter. Gute Dann Nacht. raus um 11. Ja, ich werde auch dann um 11 gehe ich auch, weil ich muss auch morgen arbeiten. Und ich habe ja auch die ganze Zeit heute gestreamt. Also, ne, man muss auch mal Pause machen. Aber das Boah, war eben fleißig, auch eine Bruder. Aktion mit Hamdi, ne? Ich meine das Übelst. ernst. Der Hamdi ist wirklich ein Teufelskind, wie er so dem Moslem so von der Wahrheit abbringen will. Wie er ihn so von der Wahrheit. Merkst du, wie diese Dämonen so am Werken sind? Geh da raus, geh da raus. Aber die Christen fertig machen, ne? Aber sich lustig machen über die Christen. Lügen verbreiten, täuschen. Das kann der Hamdi gut. Der lügt doch nur beim Debatten. Wenn er debattiert. Der lügt doch nur. Was willst du mit einem Lügner debattieren? Aber Bruder, wir haben doch ein ganz was, wir haben noch gar nicht gesprochen. Dieser Gast Master Grand Ja, Master hallo, guten Abend, Gottes Segen. Gottes Segen, Master Grandpa. Jetzt habe ich es lesen können. Ja, ich wollte eigentlich schon vorhin rein, als Hamdi da war, aber er hat meine Anfrage erst jetzt angenommen. Und ich wollte noch sagen, im Koran steht eh nur Scheißdreck drin. Also, so wie in Sure Ich 86, hatte gesagt, 6 der bis kommt jetzt mit einem 7. Wissen bin. Er sagt, er kommt zurück mit einem Wissen bin. Ja, dann fragt ihn mal Sure 86, 6 bis 7, wo steht, dass Sperma zwischen dem Rücken und den Rippen hergestellt wird. Also, keine Ahnung. Es ist halt schon bewiesen, dass es nicht so ist. Und jetzt sagen die halt, dass es so ist, dass es im Bauch der Mutter so ist, wenn halt die Spermien in die Eizelle geht. Aber es steht, der Mann soll wissen, woraus er geschaffen ist, Schlechten Empfang kann das sein. von einer herausspritzenden Flüssigkeit, die aus dem Rücken kommt. Und das stimmt halt nicht so. Deswegen, keine Ahnung, was der jetzt da nachher antworten wird, aber ist auf jeden Fall interessant. Egal, was man denen sagt, egal, was man denen versuchen, also oder Hadithe zeigt, alles Lüge, alles Lüge. Immer Lüge, das ist immer das Gleiche mit denen. Ja, und dann schreien die rum und sagen, ja, wo ist Jesus Gott? Und ihr widerspricht euch die ganze Zeit und gehen gar nicht auf die Fragen ein und dann fangen die halt an rumzuschreien und das macht halt einfach keinen Ja, man Sinn. merkt einfach, das sind einfach dämonische Geister am Werken. So verhält sich kein normaler Mensch, wirklich. Ich habe ja auch schon mal mit einem Moslem geredet. Und er meinte sogar, egal, wenn sogar die Bibel echt wäre und wenn ihr die originale Bibel hättet, oder sogar wenn das im Koran stehen würde, ich würde niemals das akzeptieren, dass der Herr Jesus Gott ist. Niemals mit so einem Boah, wie Hassblick krass ist das und denn? mit so einem hasserfüllten Blick. Ich sag euch ganz ehrlich, Boah. ihr unterschätzt das. Das sind Dämonen am Werken. Das sind Dämonen. Das ist nicht mehr er. Der ist unter dämonischen Kontrolle. Die Ich Dämonen habe führen ihn und leiten ihn. auch vor 2 Wochen mit einem Moslem gesprochen und er hat gesagt, nicht mal, wenn Jesus vor mir erscheint, nicht im Traum, also wirklich vor ihm erscheint und sagt, ich bin Gott, das Christentum ist die wahre Religion. Du sollst es konvertieren. Nicht mal dann wird er konvertieren. Egal was passiert. Egal was passiert, er wird immer Moslem bleiben. Das heißt, egal was passiert, keiner kann ihm helfen. Natürlich, wenn Gott es will, also Gott kann jedes Herz erreichen, so, aber das, also seine Aussage war schon heftig. Das heißt, egal was passiert, sogar wenn der Herr Jesus kommt und es selber von sich sagt, nicht mal dann wird er es glauben. Ja, schlimm, ne? Einfach nur schlimm. Da kann man nichts machen. Das ist ja traurig, Bruder. Sehr traurig, Bruder. Sehr traurig. Das Ja, ist die werden echt eines heftig, Tages was du gerade alle gesagt in der hast, Hölle. Bruder. Die werden eines Tages alle in der Hölle landen. Guck mal, die Muslime, die beschweren sich jeden Tag, ja, was redet ihr über Islam? Die sind ungerecht, weil ein Geist in ihnen ist. Ein Geist, der sie daran, der
der sie darauf auffordert, hier reinzukommen und uns daran zu hindern, wenn die wenigstens aufrichtig wären, dann würden die sagen, ich höre mir das an, ich prüfe das und ich mache das mal. Aber da ist eine Blockade in ihr Herz. Das heißt, die sind unbußwertig, einige von denen, dass sie sogar, dass da irgendwas in sie drin ist, der sie stoppt. Der sagt, nein, tu das nicht, da ist irgendwas. Dämonischer Einfluss, 100%. Ich habe schon mit einigen Muslimen geredet, die waren dämonisch besessen. Du hast richtig daraus gehört, da redet ein unreiner Geist aus denen. Ja, das habe ich auch schon erlebt, Bruder. Ich habe beim Evangelisieren, kam ein Moslem zu mir und der hat mich auf einmal so angeguckt, total komisch, und hat zu mir gesagt, du hast den Teufel in deinem Kopf. Dann habe ich gesagt, hä, wie kommt, was soll das? Also, und dann hat er mich immer nur die ganze Zeit so komisch angeguckt, weißt du, so verängstigt, weil das ist ja so, die Dämonen haben ja Angst vor dem Geist Gottes, weil die wissen ja, die kennen ja die Wahrheit. Und das hat man richtig gespürt. Und auch eine Frau ist zu mir gekommen und die hat zu mir gesagt, ich kenne euch alle. Und dann habe ich gesagt, hä, wie, du kennst uns alle? Und dann meint die, ja, denkst du, du kannst dich retten? Und dann habe ich gesagt, der Herr Jesus rettet mich. Und dann wurde die so richtig aggressiv und dann ist sie abgehauen. Das ist total komisch, was man da so erlebt. Echt heftig. Ja, das ist wirklich heftig. Das ist krank. Ja, oder zum Beispiel, viele Moslems sagen, ja, gib mir einen Fehler im Koran, gib mir einen Fehler im Koran. Sag ich ihm zum Beispiel, ja, Sure 7, Vers 157, da steht, dass Mohammed in der Tora und in der Bibel halt so prophezeit wird und es steht halt nirgends etwas von Mohammed. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ja, was ist damit? Und dann hat er direkt gesagt, ja, und wo steht, dass Jesus Gott ist? Und dann habe ich ihm halt auch noch da, also ich habe ihm halt dann auch noch viel zu viele Argumente gebracht, dass Jesus Gott ist. Und er ist halt gar nicht auf diese Frage eingegangen. Und dann hat er am Ende halt gesagt, ja, Gottes Segen, tschüss. Und dann, guck mal, ich hab mir wirklich 2 Stunden lang Zeit genommen. Ich habe wirklich alle Verse, die ich jetzt wusste und auch durch Internet, alle Verse aus dem Alten Testament zusammengesucht, alle Psalmen, alles, um ihnen zu erklären, dass der Herr Jesus Gott ist, dass er der Messias ist, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, am dritten Tag auferstanden ist, so auch mit mein Gott, warum hast du mich verlassen, alles versucht zu erklären, 2 Stunden lang. Auf einmal, da ist eine Blockade, ich merke so, hast du es verstanden? Nein. Und dann habe ich gesagt, alles klar, okay, dann reden wir jetzt über den Islam. Ich habe mir eine Frage wegen diese Verse, wo Mohammed dämonisch besessen ist. Ja, willst du dich mit mir schlagen? Willst du dich mit mir schlagen? Wollen wir das klären? So war das auf einmal. Da ist eine Blockade in ihm drin. Da ist ein Geist, der ihn stoppt. Da ist einfach, nein, da ist ein Geist, der ihn stoppt. Das ist kein Witz. Ja. Das merkst du, da ist. Ja. Das ist so. Und einmal hatten wir auch an unserem Büchertisch einen Vater mit seiner Tochter, der hat die Sprache, der hat irgendwas studiert, Aramäisch, die Sprache, und auch die Bibel wollte er gern haben, der war aber Moslem. Und er hat zugehört, der war erst total komisch zu uns, dann fing er aber an zuzuhören und seine Tochter, die hatte irgendwas. Die sagte dann die ganze Zeit, Papa, komm, wir haben die Wahrheit, komm. Und die hat immer den Kopf so dahin gelegt und so böse geguckt, weißt du, so richtig, wo du gemerkt hast, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Der Vater hat sich wirklich geöffnet, aber die war voll, keine Ahnung, die hatte irgendein Problem, ja. Die hatte einen komischen Geist in sich. So, Leute, noch 8 Minuten bin ich live. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Bist du Moslem, Christ oder was bist du, wenn ich fragen darf? Also zuerst heißt es guten Abend. Guten ich Abend. Glaube, das hat was mit Anstand guten zu tun. Abend. Ne? Anstatt zuerst die Frage zu stellen, ob ich Moslem oder Christ bin, ich bin Mensch. Das bin ich. Ja, okay. Also nochmal. Ja, guten Abend. Jetzt, was bist du? Moslem, was bist du? Ich bin Christ. Ich komme ursprünglich aus Portugal. Ja, ich bin Portugiese, ich bin in Deutschland geboren und ich bin Christ. Okay, du bist Christ, bist du da und glaubst du, dass der Herr Jesus Gott ist? Wie kommst du dazu? Ich stelle mal eine Gegenfrage. Nein, ist der Herr Jesus Gott für dich? Antworte mit Ja oder mit Nein.
Ja, aber wie kommst du darauf, diese Frage zu stellen? Ist er Gott, ja oder nein? Antworte doch mit ja oder mit nein. Nein, er ist ein Prophet. Wie Mohammed, wie Messias, der ist ein Prophet. Ab mit dir raus. Ah, Christ, Digga, er ist Christ. Mohammed war ein Prophet, er ist Christ. Ja, genau. Habt ihr das gehört? Wie dieser Satan, das war safe der Freund von ihm, ja. Dieser ja. Satansbengel, stell mir mal eine. Habt ihr gemerkt, dieser Satansbengel, das war bestimmt. Ich bin Mensch. Wir alle, ich bin auch ein Mensch. Was bin ich denn? Ich bin auch ein Mensch. Ja, Bruder, wir müssen prüfen. Ich bin ein was? Außerirdischer. Bruder, wir müssen prüfen, von wem die Geister sind. Ganz einfach. Immer, Alhamdulillah, ich bin Mensch. Wallah, ich bin ein Mensch. Ja, die sind alles hier Menschen drin. Heftige Lage. Habt ihr gemerkt, wie der so gezögert hat? Das war ein Moslem mit Deckmantel. Aber wisst. Natürlich, aber wisst ihr, was ich interessant finde? Bombe machen hier. Guck mal, die dürfen ja Takia machen, ne? Aber ja, komischerweise können die können es aber nicht über die Lippen bringen, selbst da zu lügen und zu sagen, Jesus ist Gott. Wisst ihr, was ich meine? Der Geist in ihnen. Genau, der Geist erlaubt das nicht. Ja. Genau, das habe ich richtig gemerkt. Das ist ein dämonischer Geist. Die Dämonen hassen doch den Herrn Jesus. Ja. Die Dämonen deswegen hassen sind ja die den Juden Herrn Jesus Christus über alles. Weißt du, wie die durchdrehen? Weißt du, wie die durchdrehen, wenn ein wiedergeborener Christ das Evangelium predigt und die Geister, die drehen durch. Das ist wie so eine Hunderudel, weißt du? Ja. Genau, und deswegen sind ja auch die Juden so verhasst, weil der Satan hasst. Weil Jesus war ja Jude, deswegen sind die ja auch so verhasst. Zum Beispiel, ja. Ja. Weil ich hatte mich das nämlich immer gefragt, warum die Juden so verhasst sind, aber dann ist mir das irgendwie klar geworden, weil der Satan halt... Die das Juden hast, so, weil das auserwählte Volk heftig, ist. Was hier auf TikTok rumlungert, ne? Wie viele dämonisch besessene Menschen eigentlich hier rumlungern, das kann man sich gar nicht vorstellen. TikTok ist voll mit Involvierten, mit dämonisch Besessenen, mit Lehrern. Das ist so heftig, diese Plattform hier. Ja, Jesus hat ja gesagt, der Satan gibt sich als Engel des Lichts aus. Und er hat ja vorhin gesagt, dass er Christ ist. Aber es war safe der Freund von diesem Smiley. Und weil er nicht über den Koran diskutieren wollte, weil er ganz genau wusste, dass es Fehler im Koran gibt, wollte er als Christ über Jesus diskutieren. Oh, deswegen, ja, er ist immer noch drin. Jesus hat nie gesagt, dass er Gott ist. Also merkt euch das. Er ist so ein Moslem. Er ist so fett ein Moslem. Ja, das ist es. Das ist das. Das ist der islamische Geist. Seht ihr? Haben diese Leute sind bei mir ins Stream reingekommen. Pass mal auf, wie die lügen, wie verlogen die lügen. So, pass mal auf, der kam rein. Ich meine, so Gottes Segen, ja, Gottes Segen. Ich meine, ja, bist du ein Christ? Ja, ich bin ein Christ. Er sagte so, ich habe Zweifel. Ich meine, was für Zweifel? Bibelverse. Ich glaube, die Bibel ist verfälscht. Ich meine, bist doch Christ, oder? Ja, ist der Herr Jesus Gott? Ich weiß nicht. Wie? Ich weiß nicht. Da meinte ich so, ah, ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Du bist dieser Amir. Dieser Amir, dieser eine da, dieser Afrikaner, der immer der immer die Christen bedroht. Da meinte ich, du Lügner, du bist doch ein Muslim. Und auf einmal, wo er aufgedeckt worden ist, weil das ist ja so, wenn du einen Dämon aufdeckst, dann dreht er durch. Weil Dämonen wechseln ihre Masken immer und die sind ja, ne, die gehen immer unter den Radar und dann habe ich ihn aufgedeckt, ist er auf einmal beleidigt, er mich dreht durch, ich werde dich kriegen. Ich dachte mir, Leute, hört euch das an, der islamische Geist ist wieder am Wirken. Ja, und ich habe ja vorhin gesagt, zum Beispiel Sure 7, Vers 157, steht, dass Mohammed in der Bibel und in der Tora offenbart wurde. Wir wollten ja vorhin über den Koran reden und dann hat er ja gesagt, ja, wo ist Jesus Gott, wo ist Jesus Gott? Und genau so hat der Typ es jetzt auch gemacht. Er schreibt die ganze Zeit rein, wo sagt Jesus, ich bin Gott, wo sagt er es? Natürlich sagt Jesus, ich bin Gott.
Ey, so ein nervige Sachen. Dann sagt man ja zum Beispiel, er sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ja, Gott hat, den Vater hat niemand gesehen. Ja, Digga, keiner hat Gott in seiner hundertprozentigen Herrlichkeit gesehen. Und Jesus kam als Mensch auf die Erde. Und das verstehen die nicht. Die verstehen die Trinität nicht. Genau. Ich und der Vater sind eins. Ich habe zum Beispiel heute mit Zeugen Jehovas geredet und habe denen auch gesagt, Jesus, weil die meinten, ja, Jesus erhebt sich nirgendwo über Gott. Er ist nicht Gott. Da habe ich gesagt, wenn er doch sagt, ich und der Vater sind eins, dann macht er sich doch genau gleich. Da stellt er sich ja auf die gleiche Stufe. Ja, nee, er hat nur gesagt, wir haben Ähnlichkeiten. Ich habe gesagt, nein. Dann hätte er gesagt, wir haben Ähnlichkeiten. Also wie die das verdrehen wollen. Aber ich musste mit denen reden, kurz, weil das waren zwei ältere Damen und ich wollte erst vorbeigehen. Aber weißt du, man hat ja auch, der Herr möchte ja, dass wir das sagen. Deswegen. Ja, Aber aber merkt ihr auch, wie der Satan seine Leute hier reinschickt, um Verwehrung, Verwüstung? Das kommt alles vom Teufel. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die finsteren Mächte, gegen geistliche Mächte. Und der Satan schickt seine Leute, das sind Dämonen, die gehen in Menschen hinein, um sie dann zu steuern und dann gegen die Gottheit anzukämpfen. Warum werden denn andere nicht angegriffen? Warum werden nur Christen angegriffen? Nur, ist euch das aufgefallen, Buddhisten können ihre Streams machen, Muslime können ihre Streams machen, LGBT-Leute können ihre Streams machen. Satanisten können ihre Streams machen, aber wenn du dann anfängst zu predigen, dann auf einmal toben die Dämonen. Dann kommt Anfechtung, Bedrohung, Beleidigung, Spott. Aber in den anderen Streams, du siehst auf einmal, wenn eine Frau da halbnackt sitzt und irgendeinen Müll erzählt oder wenn ein Typ da mit Rock'n'Roll-Musik irgendeinen Müll macht, die kriegen alle Reichweite Zuschauer. Aber sobald du das Wort Gottes predigst, dann sind die Dämonen am to toben. So ist es einfach. Ja, so ist es, Bruder. Hier ist auch einer drin auf TikTok, der heißt Lil irgendwas. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Der sieht, also im ersten Moment habe ich wirklich gedacht, ich Hier, da bin schreibt er, ich ehrlich, der bin sah Jesus. Guck komisch mal aus. hier. Hier, da, dieser, da kommt schon der Spott von, ja, ich bin Jesus. Ja, okay. Warum schreibst du nicht, ich bin Mohammed? Traust du dich das auch zu schreiben, ich bin der Prophet Mohammed? Hast Angst, ne, dass die Muslime dich dann krallen, ne? Das ist das Problem. Seht ihr, ich habe noch nie in einem Stream gesehen oder so, dass die Mohammed auch beleidigen. Aber immer der Herr Jesus ist das, pum, 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 weil die ganz genau wissen, was die da machen. Die wissen ganz genau, guck mal, ich war auf der, guck, seht ihr das? Du Ungerechter. Du bist ein Ungerechter und Ungerechte werden das Reich Gottes nicht erben. Ich war auf der Straße, hört mal zu, ich war auf der Straße, kam einer auf mich zu und hat den Herrn Jesus beleidigt, hat die Bibel beleidigt. Und da meinte ich, okay, du bist jetzt bitte so fair und machst das Gleiche mit dem Islam. Und dann hat der zu mir gesagt, mitten in mein Gesicht, ich bin doch nicht lebensmüde. Ich bin doch nicht verrückt. Und da habe ich gesagt, du Ungerechter. Du Ungerechter. Ich wollte ihn am liebsten beleidigen. Ich hab mich noch gezügelt. Ich meinte, du Ungerechter. Beleidigst du den Herrn Jesus auf übelste Art? Aber über den Islam, ne, traust du dich da nichts zu sagen, weil du weißt, dass wir Christen dir nichts antun. Und du weißt ganz genau, dass die Muslime dich jagen würden. Ja, Jesus sagt ja, was der Mensch erntet, wird er auch säen. Also, was die über Jesus sagen, das werden die dann halt auch zurückbekommen und das werden die halt in ihrem nächsten Leben oder halt nach dem Tod, wenn sie vor Jesus stehen, werden sie es halt merken. Und für RK von vorhin, als du gesagt hast, ich und der Vater sind eins, da sagen die jetzt halt meistens, ja, Jesus hat auch zu seinen Jüngern gesagt, werdet eins miteinander. Und Jesus ist nur mit dem Vater eins, indem er seinen Willen tut. Aber wenn man dann sagt, in der Bibel steht, Gott gibt keinem seine Ehre, und dann sagt Jesus, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht. Das heißt, wer Jesus nicht ehrt, ehrt Gott nicht. Und Gott gibt Genau. keinem seine Ehre. Und wie ehrt man den Vater, indem man ihn anbetet? Das heißt, Jesus sagt zwei Sachen. Man soll ihn anbeten und er ist Gott. Und was soll man denn dagegen sagen?
Wer den Sohn nicht ehrt, der hat den Vater nicht. Gott gibt keinem Menschen seine Ehre, keinem Propheten seine Ehre. Was ist dann Jesus? Der kann kein Prophet sein. Ich wollte noch mal was sagen. Ich war auf der Straße evangelisieren. Ich habe Bibeln verteilt. Ich habe meine Zeit investiert. Bin rausgegangen, bei Wind und Wetter, bei Regen, bei Schnee, egal. Und ich verteile Bibel kostenlos. Und wisst ihr, was die Leute machen? Die werfen das vor meinen Augen in die Mülltonne. Zum Beispiel auch Muslime zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn die sehen, dass ich die Bibeln verteile. Ich will nicht alle Muslime schlecht reden, aber ich rede von diesen Muslimen, die hier leben und die ganze Zeit, guck mal, wenn wir in deren Ländern leben und würden zum Beispiel Mohammed kritisieren, was meint ihr, wie lange würden wir in diesen Ländern überleben? Was meint ihr, wie lange überleben die? Wie bitte? Nicht lange, vielleicht nicht lange, 5 Minuten. Wenn wir in Pakistan leben, was passiert mit uns in Afghanistan, Irak, Iran, Saudi-Arabien? Was passiert, wenn wir anfangen, so wie die hier, die Bibel ist verfälscht, sagen wir einfach mal in deren Land, ja, der Koran ist verfälscht, Mohammed ist ein falscher Prophet, er ist ein Wolf in Schafspelz. Was meint ihr, was die mit uns machen würden? Sofort die auch diese ins Gefängnis geschmissen. Nein. Sure 9, Vers 5, tötet die Frevler, wo immer ihr sie findet, lauert ihnen auf, tötet sie. Das heißt, aber was meint ihr, wenn wir denn noch was meint ihr? So wie die Bibel in die Mülltonne schmeißen hier in Europa? Was meint ihr, wenn wir da den Koran da wegschmeißen? Was meint ihr, was machen? Sofort, die knallen dich ab. Und okay. Das steht ja auch im Koran. Okay, aber wir haben Nächstenliebe. Wir haben Feindesliebe, weil der Herr Jesus uns beigebracht hat. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Und das praktizieren wir auch. Wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. Aber meine Liebe, werdet ihr sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebt einander, ertragt einander, vergibt einander. Und das tun wir auch. Aber man sieht ja den Geist, was die für eine Gesinnung haben. Die haben keine Nächstenliebe. Sie reden von Liebe und ich liebe alle Menschen, akzeptiere alle Menschen. Nein, tut ihr nicht. Tut ihr nicht. Dann warum dürfen denn in Mekka keine Christen oder Juden, wenn ihr doch so alle Menschen akzeptiert? Seht ihr? Ja. Diese Ungerechtigkeit, diese Doppelmoral. Ja. Ja, und das ist genau parallel zu früher. Gott sagt zu dem Pharao, dass er sich endlich mal bekennen soll und dass er bekennen soll, dass es nur einen Gott gibt und dass es nicht der Pharao ist, sondern dass es Jahwe ist. Und er bekennt es nicht und dann kommt eben diese Heuschreckenplage. Und genauso ist in Mekka jetzt auch diese Heuschreckenplage. Das heißt, ich verstehe nicht, wie kann man das nicht verstehen? Das ist doch, also Gott hat das so klar für uns gemacht, alles. Alles, was in der Bibel steht, alle Prophezeiungen gehen in Erfüllung. Und die, also vor allem die Moslems, die haben einfach irgendwie eine Barriere vor ihren Augen, die wollen es nicht. Aber eine Frage, warum redest du denn im Namen aller Muslime? Warum sagst du vor allem die Moslems? Du machst dasselbe, was die schlechten Gläubigen dir antun. Du machst genau dasselbe, nur der Unterschied ist, du bist auch gläubig, aber Christ. Weil es im Koran so steht. Steht im Koran so, aber guck mal. Du kommst hier im Live, redest über Muslime, sind so und so, Muslime machen okay, dies und das. Eine Frage habe ich an dich. Ich habe eine Frage an dich. Ist die Bibel verfälscht? Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, ich bin ehrlich. Ja, aber glaubst du das? Glaubst du, dass sie verfälscht ist? Glaubst du, dass es das Wort Gottes ist? Die Bibel ist das Wort Gottes, glaubst du das? Also ich weiß nur von meinem Glauben her, dass wir an die Bücher vom Judentum glauben, vom Christentum. Ja, aber die Bibel, die wir jetzt haben, ist die Original, die wir lesen. Viele Christen sagen auch, dass sie gefälscht ist, aber ich weiß jetzt nicht. Ich bin ja keine Christen. Ich frage dich, ist die Original, ist der Herr Jesus Christus? Ich weiß es nicht. Okay, du weißt es nicht. Ist der Herr Jesus Christus gekreuzigt worden? Ich weiß es nicht. Es geht mir einfach um den Ton, der hier gerade herrscht. Nein, du bist unehrlich. Du sagst nicht die Wahrheit gerade. Du bist unehrlich. Okay, du weißt nicht mal über deinen eigenen Koran, weil dort steht, dass Gott... Guck mal, vielleicht bin ich gar nicht religiös. Allah hat uns... Okay. Ja, das ist egal. Okay, du bist vielleicht nicht religiös, ist doch egal. Aber du sagst, ich tue im Namen aller Moslems reden, weil Moslems glauben an ihren Koran und sie üben das aus, was im Koran steht. Und wenn im Koran... Ja, natürlich! Alle Moslems leben das, was im Koran steht und versuchen das... Das ist ja... Jetzt kommen wir nicht mit Moslem heißt Gott ergeben. Weil die Moslems tun das, was im Koran steht. Die Moslems tun das, was im Koran steht.
Und wenn okay, im Koran warum, steht, tötet... Wenn es so ist, wie viele Muslime haben wir hier in Deutschland? Und wenn jeder angeblich die Scharia will, warum herrscht hier kein Krieg gerade zurzeit? Sollte noch doch eigentlich nicht sein, oder? Meine Liebe, noch nicht. Sie sammeln sich bitte. Ja gerade. Sie sammeln mal, ich sich bin hier geboren. Darf ich ausreden? Ich bin hier geboren. So eine Minderheit. Guck mal, ich bin hier geboren und ja, wir sind eine Minderheit und wir werden auch eine Minderheit in diesem Land bleiben. Ich weiß nicht, was für Ängste ihr habt. Darf ich dich mal was fragen? Entschuldigung, Brüder. Wartet mal kurz. Das ist ganz wichtig. Darf ich dich was fragen? Was passiert, im Koran steht ja die Scharia, ja? Was müssten wir als Christen machen, wenn die Scharia herrschen würde, laut Koran? Weißt du das? Was ihr Christen machen müsst, wenn die Scharia herrscht? Ja, was dann mit uns passieren würde, wenn die Scharia herrschen würde? Ich glaube nicht. Also du denkst, glaube ich, dass du jetzt dann abgeschlachtet wirst, ja? Nicht abgeschlachtet, aber ich kann dich ja aufklären. Wir haben Zeit, uns zu entscheiden, Muslime zu werden. Ansonsten müssen wir Jizya zahlen oder wir müssen das Land verlassen oder wir sterben. Und das ist Barmherzigkeit? Also oder wie darf ich das verstehen? Das ist so gefährlich, was du hier bringst. Du spaltest einfach. Das ist nicht normal. Genau, dein Koran ist gefährlich. Da hast du recht. Der ist gefährlich. Genau. Du siehst es auch. Scharia. Kein Muslim redet über Scharia in Deutschland. Was ist das bitte? Ganz kurz bitte. Du bist Muslime, richtig? Ja. Hast du den Koran gelesen? Hast du den Koran gelesen? Ja, hab's gelesen. Ich lüge nicht, unterstell mir nichts. Warte bitte. Was hältst du dann von Sure 4, Vers 34? Guck mal, ich sag dir ja, ich bin Muslimin, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus von Sure 4, ne? Keine Ahnung was. Ja, aber das ist doch den Koran jetzt. Aber es geht mir einfach um den Ton hier drin. Nein, könnt warte, ihr bitte, bitte aufhören? Aber warum redest du da? Warte bitte. Jetzt komm doch mal bitte runter, sei doch ruhig. Ich rede noch normal mit dir oder schrei ich? Ich bin doch ganz normal. Ja, bitte. Pass auf, weißt du, was in der Sure 4, Vers 34 steht? Weißt du was? Was steht da? Immer diese Sure. Hast du den Koran bei dir? Du hast den Koran. Dann kannst du selber lesen. Nein, die kommt ja immer mit 1000 Sure. Ich habe keine Ahnung. Ja, erzähl, was steht da. Den Koran, Sure 4, Vers 34 steht drin, dass wenn ein Mann befürchtet, dass seine Frau ihn irgendwas Schlechtes möchte, dann soll er sie meiden. Er soll sie im Ehebett meiden. Und wenn sie dann immer noch so ist, dann darf er sie schlagen. Okay, findest und was ist im Christentum? Nein, pass auf, guck mal, siehst du, du kommst jetzt nicht mit irgendeinem Hintergrund. Ich habe deine Frage gestellt, dann kannst du auch auf die Frage antworten. Ich bin unwissend, hol einen Imam hier rein und redet mit ihm, ich bin unwissend. Sie sagt doch, ich rede aus. Oh. Danke. Es geht mir einfach nur darum, dass ihr hier, seid glaube ich 1, 2, 3, 4 Christen, ja, und ihr redet, ich höre nur, Muslime, Scharia, Muslime. Ja, wir haben doch jetzt einen Moslem noch dazu geholt. Keine Ahnung. Ihr seid der Grund, warum es Hass auf dieser Welt gibt. Du verteidigst etwas, was du nicht kennst. Das ist lustig. Du verteidigst etwas, was du nicht kennst. Und ihr redet über etwas, was ihr nicht kennt. Wir haben gelesen. Wir haben es gelesen. Du hast gar nicht gelesen, sonst hättest du Ahnung. Es ist geht um Menschlichkeit. Nein, ihr habt gar nichts gelesen. Es geht hier nicht. Wir haben nur den Koran zitiert. Bruder, du regst mich so auf. Es geht hier nicht über Religion und Herkunft. Es geht hier darum, dass ihr einfach spaltet, indem ihr alle in eine Schublade steckt. Indem ich kann auch sagen, ja, alle Juden, alle Christen sind gleich, alle Muslime sind so. So redet man nicht. So wirst du niemals Hass bekämpfen können. Der Friede sei mit euch. Ja, inshallah, Alter. Ich schwöre, Friede sei mit euch, aber so redet man nicht. Pass mal auf. Du hast das gemacht, was du predigst. Du bist reingekommen jetzt und dann sagt, ihr sind für Christen, ihr redet alle nur so, ihr macht das. Und ich habe in diesem Gespräch, ich war ja gar nicht beteiligt, aber du hast dich mit reinbezogen, ohne dass ich in dem Gespräch mal was gesagt hatte. Es hat nur einer von uns gesprochen und du hast gesagt, alle vier. Du machst das, was du predigst, was ich meine mit alle vier, dass ich die einzige Muslimin hier drin bin. Nein, du hast gesagt, du hast die ganze Zeit sprechen hören, dass die das gesagt haben und den Islam schlecht gemacht haben und ich habe gar nichts gesagt.
Aber ich war doch gar nicht, ich habe doch gar nichts gesagt. Okay, dann entschuldige ich mich bei dir. Entschuldigung. Aber die Schwester hat auch vorhin nichts gesagt. Es hat nur einer gesprochen hier. Ach, aber du hast alle vier beschuldigt. Das ist einfach, das führt einfach zu Spaltung und die wissen es ganz genau. Ich bitte dich. Also man kann ja seine Meinung haben. Hast du das Gefühl, dass ich mit Hass mit dir rede? Also im Namen vom Christentum gibt es auch etzige, also sehr viele Kriege. Darüber ja, kann man auch ich meine doch, mich selber. Hast du das Gefühl, dass ich dich mit Hass gegenüberstehe? Hast du dieses Gefühl? Wie nochmal? Hast du das Gefühl, dass ich mit Hass dir gegenüberstehe? Hast du dieses Gefühl von mir? Über was reden wir dann? Aber ich finde, dass man dieses Wort Muslime so verpackt aber und jedes Mal so gezielt drauf losredet. Das macht ich wäre auch ehrenlos, wenn ich sagen würde, ey, ja, aber Christen, so, das mache ich auch nicht. Es stehen nun mal Sachen in eurer Lehre, die einfach in so einem Buch meiner Ansicht nach nichts verloren haben. Ich verstehe nicht. In der Bibel stehen Sachen, mein Freund Sifu, die auch nichts verloren haben. Sollen wir mal aufsehen? Dann sag mir mal was. Dann sagen wir mal ganz schön. Tötet die Kinder, die auch ihre Eltern nicht hören. Ich sage dir, Mann, hier, kannst du mal den Mund halten, Alter? Du kannst ja nur rumschreien. Sag mir einfach, was steht wo in der Bibel? Meine Fresse. Sag ich dir, Tipo. Kinder töten in der Bibel. Ehefrau, die den Kopf noch nicht trägt, vor der Mauer steinigen. Eins, Kinder töten in der Bibel, okay? Warte doch bitte. Nummer eins. Ja. Kinder töten in der Bibel. Kinder töten im Koran. Ja. Jesus sagt in der Bibel und tut mir jeden, der nicht an meine Religion glaubt und tötet, macht sie nieder vor meinen Füßen. Was jetzt? Dein Gott ist ein Mörder. Die Sintflut gab es auch im Koran und da hat Allah auch Babys, schwangere Frauen, Menschen, alles getötet. Also kommt bitte nicht und sagt, dass Hör mal zu, in Sodom und Gomorra hat er auch alle Männer und Frauen und Kinder, alle was du weißt, was in Sodom und Gomorra war. Weißt du, was in Sodom und Gomorra war? Da haben die Sex gemacht. TikTok Sport, die haben die Sex gemacht mit Tiere. Laut Blut hat mit seinen eigenen Töchtern Sex gemacht und sie geschwängert. Das stimmt doch gar nicht. Siehst du, pass auf, nochmal. Jetzt reden wir über Lohre. Wenn, dann müssen wir schon bei der Wahrheit bleiben. Weil der Vater, der lest doch die Bibel. Den Vater haben sie so betrunken gemacht, dass der Vater gar nichts mitgekriegt hat, was sie mit ihm machen. Wenn ich dich jetzt betrunken mache, kriegst du nicht mit, ne? Wenn Frauen dich berühren, dann kriegst du plötzlich einen Steifen, ja? Sportlich, TikTok Steifen. Pass auf. Also wie dämonisch besessen muss man sein. Das ist absolute Wie kann man was behaupten, was da nicht... Weißt du, Bruder Danny, ich komme ja mit keine Lüge, ich sage, Vers 34 kannst du nachlesen, da steht das drin. Er kommt mit etwas aus der Bibel, ohne einen Vers zu nennen, kommt er irgendwie und sagt irgendwas, was ja gar nicht da drinnen steht, Bruder. Der steht ja nicht mal so drinnen, wenn er wenigstens das lesen würde, wie es drinnen steht. Wir können es aufmachen, wir können es alle zusammen lesen. Da steht da nicht so drinnen. Das ist einfach gelogen. Jetzt, was das alles das ist einfach gelogen. Und ich würde zu was das alles gerade führt? Ja, das ist der islamische Geist. Aber habe ich das gemacht?
Habe ich das gemacht? Nein, aber ihr provoziert, wenn ihr einen Livestream aufmacht. Wer ist denn hier reingekommen und hat angefangen zu sprechen? Wo provozieren wir denn? Wir bringen Fakten und Beweise. Nein, aber guck mal, ich verstehe euch, wenn ihr sagt, okay, es gibt zum Beispiel die IS, ja, die tötet ja auch im Namen des Islams. Wir sind auch genauso dagegen. Die Türkei zum Beispiel kämpft ja auch gegen ISIS an. Und das sind ja auch Muslime, weißt du? Nicht alle Muslime sind gleich. Aber wenn ihr dann Pro und Contra nennt und dabei, kontraproduktiv seid und dabei die ganze Zeit Muslime, das Wort und Islam in einem packt, das ist Unrecht. Ihr macht Unrecht gegenüber eine ganze Welt, ihr Religion. Nicht alle Muslime sind gleich. Hört auf, Muslime zu sagen. Das nervt. Aber wenn ihr dann lest, sei so nett, bitte, Nia. Sei bitte so nett, Nia. Ganz kurz bitte, Nia, sei bitte so nett und lest dann bitte nochmal den Koran. Sei bitte so nett. Ach komm, ey, ich gehe raus. Nein, nicht so antworten. Was seid ihr für Menschen, Alter? Nee, lest bitte nochmal den Koran. Guck mal, ihr wollt Frieden haben. Ihr seid angeblich diejenigen, die sagen, sie lieben so und so. Jedes Mal macht ihr euren Scheiß. Ich darüber jetzt auch. Ganz kurz, schau mal, eigentlich bist du ja wegen mir reingekommen, weil ich... Warte ganz kurz, bleib ganz kurz drin. Weil ich habe gesagt, dass dass die Moslems das tun, was im Koran steht oder das tun wollen. Ich bin ein Moslem. Warum stehe ich nicht auf und kämpfe? Ich mach das nicht. Warum mache ich das nicht? Weil du eine gute Seele hast. Richtig. Das ist der Unterschied. Und dich persönlich dafür dagegen entscheidest. Du kennst es doch, du lebst doch hier in Deutschland. Guck mal, pass auf, was ich habe das so gelernt und in meinen, darf ich ausreden? Ich habe das so gelernt und ich weiß nicht, was für einen Koran ihr gelesen habt, Astaghfirullah, aber in dem Land, ich bin hier geboren in Deutschland, okay? Und in dem Land, wo ich lebe, und wenn der Land zum Beispiel christlich oder jüdisch geprägt ist, keine Ahnung, habe ich mich als Muslim anzupassen. Weil wir sind die Minderheit hier und das ist nicht unser Land. Ich bin Flüchtling, ich bin hierher geflüchtet aus dem Irak. Das Erste, was man uns beigebracht hat, ist, ich darf nicht über meine Religion reden, weil ich bin Christ, und ich darf nicht über Politik reden, ja. Das ist die zweite Sache. Darüber muss man auch reden. Dass Christen genauso verfolgt werden im Namen des Islams. Richtig. Aber es ist ein Unterschied, wenn du etwas verfolgst, was aber wir sehen und preisen was anderes. Wir sehen das. Ich verstehe, was du meinst. Was du meinst, ist, jeder soll seine Religion haben. Wenn der Mensch gut ist, warum streiten wir uns gerne? Das ist richtig. Aber wir können nicht schweigen, wenn wir sehen, dass einfach falsche Lämmer ins falsche Dorf geführt werden. Das können wir einfach nicht. Okay, dann können wir auch nicht schweigen. Sollen wir jetzt uns alle töten oder was? Was sollen wir machen? Nia, wenn du wirklich den Koran, also wirklich von vorne bis hin gelesen hast, dann würdest du wissen, dass du in deren Augen ein Käfer bist. Allein, weil du dich schminkst. Allein nur, weil du dich schminkst. Du machst dich attraktiv für Männer. Nein, dadurch. Ich kenne es so, dass Gott vergibt, wenn ich bereue, egal was ich mache. Gott vergibt, wenn ich bereue. Nee, ich bin kein Kaffee. Das ist dann nicht der Gott, der Richtige ist, sondern das ist der Gott, der im Christentum ist. Das ist nicht der Gott, der im Islam ist. Die Bibel, was du da gerade zitierst. Ey, ich bitte dich. Kennst du was wie Tauber? Du bist doch Araber, oder? Ich bin Araber, nein. Ja, kennst du was wie Tauber? Nein. No. Dass du zu Allah betest? Und sagst, Gott vergib mir meine Sünden. Deine Propheten sind auch nicht sündenfrei. Ich bin auch nicht sündenfrei. Kennst du das? Ich habe nur einen Propheten, das ist Jesus Christus, der war sündenfrei. Okay, ich rede gerade über meine Propheten. Deine Propheten waren nicht sündenfrei. Sie haben Blut an den Händen. Guck mal, das ist respektlos. Ich gehe hier raus, ganz ehrlich. Ihr werdet nie so einmal Dann liest doch. Warum sagst du das? Da sagst du doch nur die Wahrheit. Das sagt doch nur die Wahrheit. Sie sagt selber, sie hat keine Ahnung. Und dann sagt sie, aber das ist falsch. Ich verstehe nicht. Ich glaube, ich habe es doch jetzt so einfach und simpel erklärt, wie es möglich ist. Oh Mann. Aber das, was falsch ist gesagt, der hässliche Prophet, der heißt Gott. Nur was ganz verstehen. Bitte? Der Herr ist nicht ein Prophet, der heißt Gott. Hey, was habe ich gesagt? Du hast nur einen einzigen Propheten, der schon sündenfrei. Achso, sorry. Ja, sorry, okay. Tut mir leid.
Weil, nee, weil er gesagt, ja genau, weil sie gesagt hat, ja, eure Propheten sind auch nicht sinnfrei. Und ich so, ja, mein Prophet ist, ja, mein genau. Herr in dem Sinn. Ja, genau. Ja, aber so ich wünsche euch Gottes reichen Segen und eine gute Danke, Nacht. Schwester. Ich muss einmal rausgehen. Ich wollte eigentlich um 23 Uhr ins Bett gehen. Damit ich um 23 Uhr dran. Und Smiley ist wieder da. Smiley ist wieder da und will uns jetzt die Trinität, glaube ich, erklären. Weil gute Nacht, ich höre euch noch 10 gute Minuten Nacht. Zu. Nacht. Smiley, Steve, wieso kommst du immer so spät eigentlich? Ja, weil ich habe eine Kampfkunstschule und ich war im Training. Ach so, okay. Ich trainiere bis 21 Uhr, dann bis ich nach Hause komme, bis ich was esse. Oh ja, ich fertig mal. Richtig. Hey Smiley, wolltest du noch irgendwas sagen? Wolltest du die Trinität erklären oder was willst du da machen mit diesem Dreieck? Komm, der antwortet nicht. Vorhin hat er noch gesprochen. Smiley. Hallo? Hallo? Jetzt, gottesreiche Segen nochmal. Jetzt, willst du uns was mit den, wolltest du uns mit dem Bild was sagen? Die Trinität, bitte. Na, ihr könnt doch lesen, was da steht. Nein, das ist doch klein. Nee, ich bin ein alter Mann. Ich kann das nicht lesen. Meine Augen sind schlecht. Lenny, mach ihn mal groß, bitte. Ich möchte mal sehen, was er uns präsentiert. Bin ich mal gespannt. Sorry, Jungs, ich muss auch lachen. Bruder Danny, mach mal bitte groß, Bruder Danny. Mach mal Smiley groß. Und dann geh ich schlafen dabei. Ich habe noch ein Bild, das ihr sagt, das in... Ey, ohne Witz, ich sehe das da nicht. Seht ihr das nicht? Ich sehe es aber klein, du bist klein, ich sehe das nicht. Ich bin ein alter Mann, ich habe schlechte Augen. Ich sag, wo witzig. Das ist dieses Trinitätsdreieck. Das ist dieses Vater ist nicht Sohn, Sohn ist nicht Heiliger Geist. Das ist die Trinität. Willst du dir erklärt haben oder warum kommst du mit dem Bild? Willst du dir erklärt haben oder was willst du damit sagen mit dem Bild? Genau, ich will dir gerne erklärt haben. Pass auf. Wir glauben an einen Gott, der sich in drei Personen offenbart hat. In Vater Gott, Sohn Gott und Heiliger Geist ist Gott. Das sind drei Unterschiede. Der Sohn ist nicht der Vater, der Sohn ist nicht der Heilige Geist ist nicht der Vater und der Heilige Geist ist nicht der Sohn. Niemand von denen ist der andere, aber alle drei zusammen sind ein Gott, in Wesen eins. Ach so. Und die waren alle von Anfang an dabei. Von Ewigkeit, also ohne Anfang. Die haben keinen Anfang, die sind ewiglich. Der Sohn ist Gott und so weiter, ne? Der Sohn ist Gott, der Vater ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Und der Sohn ist das Wort Gottes. Ja, so steht es auch bei mir hier drauf, auf meinem Bild. Ja. Und so ist es auch. Amen. Sifu, ich habe eine Frage. Gerne. Offenbarung 2, 2,20. Da steht, also das ist auch wieder ein Beispiel, was die Muslime von uns erwähnt haben, von wegen Kinder töten, von wegen. Mhm. Hier steht, ich lese mal vor. Ja. Genau. An den Engel der Gemeinden in Tyria schreibe, so spricht der Sohn Gottes, der Auge hat Feuerflammen und Beine wie Golderz. Ich kenne deine Werke, deine Liebe und dein Glauben, deinen Dienen und dein Ausharren und ich weiß, dass du in letzter Zeit mehr getan hast als am Anfang. Aber ich werfe dir vor, dass du das Weib Isabel gewähren lässt. Sie gibt sich als Prophetin aus und lehrt meine Knechte und verführt sie, Unzucht zu treiben und Fleisch zu essen, das den Götzen geweiht ist. Und ich habe ihre Zeit gelassen, umzukehren. Sie will aber nicht umkehren und das von ihrer Unzucht ablassen. Darum werfe ich auf das Krankenbett auf alle, die mit Ehebruch treiben, bringe ich die große Bedrängnis, wenn sie sich abkehren vom Treiben dieses Weibes. Und jetzt der Punkt. Ihre Kinder werde ich töten, der Tod wird sie treffen und Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Herz und ihre prüft und ich werde jeden von euch vergelten, wie es Taten verdient. Ja. So. Sie macht geistige Hurerei, gell? Da geht es um geistige Hurerei. Da geht's um Götzendienst und so, verstehst du? Bitte nochmal? Da geht's um Götzendienst. Sie macht da Götzendienst, verstehst du? Es geht da um Götzendienst, um diese Früchte, der Kind diese Früchte, verstehst du? Was heißt Isabel macht, Isabel, die macht Götzendienst. Sie macht Götzendienst und... Bruder Danny, bist du da?
Bruder, den kann das besser erklären, Bruder Pablos. Aber stell mal deine Frage, Entschuldigung. Ich glaube einfach gesprochen, nur die Frage gehört zu haben. Ja. Um was geht's dir da? Und eigentlich, also, ich verstehe das, also, was sie getan hat. Und auch, ja, die, wie gesagt, also ich lese es ja Unzucht und so weiter. Aber ihre Kinder werde ich töten, den Tod wird sie treffen. Das, die Frage der Muslime in dem Fall waren, wieso haben die Kinder die Strafe davon zu tragen, was dieses Mädchen gemacht hat? So. Ja, aber wenn ich das noch richtig weiß, also schon länger her, aber wenn ich das noch richtig weiß, dann geht es da nicht um Kinder, wie wir so geborene Kinder, sondern da geht es um die Früchte von diesem, weil sie hat ja diese Gemeinde verführt mit Götzendienst und so. Und das sind diese geistliche Früchte, sind diese Kinder, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Verstehst du? Das sind gar nicht weltliche Kinder, du brauchst Fleisch und Blut, die Samen, den sie setzen in diese Leute, so quasi. Genau, die Frucht aus diesem Götzendienst und sowas, die betrieben haben, weißt du? Aber ich bin nicht so gut im Erklären. Aber Bruder Pablos kann das bestimmt besser erklären, oder Bruder Danny. Da geht es nicht um, so wie ich das noch, wenn ich das richtig in Erinnerung weiß, da geht es nicht um fleischliche Kinder. Da unten schreibt jemand, das sind nicht leibliche Kinder, Kleinkinder von Isabellen. Ja, also die Frage war ja, ob er damit verflucht oder er ankündigt, dass er die Kinder, die Folgenkinder dessen, der Frau Isabel, dann später einfach tötet, aus Erbsünde quasi. Guck, die Geschwister schreiben das schon. Die Kinder sind die Gemeinde. Redet an. Okay. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Ja. Weil er hat davor auch an die Gemeinde geredet. Richtig. Okay. Seifu, Bruder, ich beende den Stream. Ich muss auch morgen arbeiten. Ich wollte jetzt auch dann schlafen gehen, Bruder. Ich wollte eigentlich um 11 ins Bett gehen. Es ist schon 11.30 Uhr. Aber ich konnte nicht früher. Ich wünsche alle gottesreichen Segen. Gute Nacht. Die noch nicht den Herrn Jesus Christus als den Herrn und Erlöser angenommen haben, sollen ihn bitte annehmen. Das ist der einzige Weg, die einzige Erlösung. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Bruder Danny, willst du noch was sagen? Genau, Leute, treff eine Entscheidung. Da sag noch mal deine letzten Worte. Was meine letzten Worte waren, Bruder? Ja. Die den Herrn noch nicht als Herr und Erlöser angenommen haben, sollen auf die Knie gehen und den Herrn sagen, dass sie ins Leben kommen sollen. Sollen ihn annehmen als Herr und Erlöser. Bruder, das habe ich gesagt. Sonst sind sie leider verloren. So. Okay. Bruder Danny, Gottes sei Segen. Gute Nacht, Bruder Danny. Ja, mach wie du willst. Wie du willst. Ja, auf jeden Fall an alle nochmal Gottes Segen, Leute. Ich sag auch nochmal an alle, die jetzt hier drin sind. Trefft eine bewusste Entscheidung für den Herrn Jesus Christus. Und ich möchte euch noch einige Verse vorlesen, dann werde ich auch den Stream beenden. Und zwar einmal aus dem Alten Testament. Ein Moment. Es ist wichtig, eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus zu treffen. Eine bewusste Entscheidung. Denn es geht hier um die Ewigkeit. So. Und du hast nur ein Leben. Du hast nur dieses eine Leben. Verspiel dieses Leben nicht. Ich möchte einmal aus Jeremia 29, Vers 13 vorlesen. Da heißt es im Wort: Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Es ist ein Versprechen von Gott. Denn mit dem Mund bekennt man und mit den Herzen glaubt man. Und auch hier heißt es, auch hier, fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht das Angesicht aller Zeit. Und auch in einem weiteren Vers, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an und so wird euch aufgetan werden. Ihr müsst euer Herz öffnen. Wie ich schon sagte, mit dem Mund bekennt man und mit den Herzen glaubt man. Es ist wichtig, auch an die Muslime, Atheisten, ihr müsst euch entscheiden, welchen Weg werdet ihr gehen eines Tages und wo werdet ihr sein. Die Bibel kennt nur zwei Wege, verlorene
und Gerettete. Und das ist dieser Weg. Entweder du bist ein Verlorener und befindest dich auf dem breiten Weg. Breit ist der Weg, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die auf diesem Weg sind. Oder du befindest dich auf dem schmalen Weg. Der schmale Weg ist, wenige sind auf diesem schmalen Weg. Darum ringt darum. Dieser schmale Weg ist das ewige Leben. Deswegen der Herr Jesus sagt, ich bin die Tür. Und wer durch diese Tür hineingeht, er wird eingehen und Weide finden. Und er wird ewiges Leben bekommen. Der schmale Weg ist der harte Weg. Es ist das, wenn du das Kreuz auf dich aufnimmst. Wenn du tagtäglich den Herrn nachfolgst. Das ist der schmale Weg. Und der breite Weg ist da, wo sich die Masse befindet. Gott hat es versprochen. Wer mich sucht, der wird mich finden. Es ist ein Versprechen. Du kannst deinen Gott anklagen. Du hast das Gut. Du hast das Recht, den Gott des Universums anzuklagen, weil du kannst sagen, Gott, ich habe dich gesucht. Gott, ich habe mein Herz geöffnet. Gott, ich habe nach dir geschrien, aber wo warst du? Nein, 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 nein. Hast du dein Herz wahrhaftig geöffnet? Ganzen Herzen gesucht. Weil Gott kennt dein Herz und Gott kennt deine Wege. Weil sonst könnten wir anklagen und sagen, Gott, wir haben dich gesucht. Wir haben geschrien, Gott, komm und zeig dich. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, er wird gerettet werden. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. So, und der Herr Jesus ist vor 2000 Jahren gekommen, um dich zu retten, um dich zu erlösen von dem Teufel, von diesen Ketten, von der Finsternis, damit du ein Kind Gottes wärst. Es heißt, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht. Er gibt ein Kind Gottes zu werden. Du entscheidest dich selber. Du hast einen freien Willen. Dich gegen Gott oder für Gott. Du kannst gegen Gott sein oder für Gott. Und er gibt dir diesen Zeitraum. Er gibt dir diesen Zeitraum. Aber wenn du eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes stehst und du gehst so in den ewigen Tod, dann wirst du keine Ausrede mehr haben. Du bist für das Gericht aufbewahrt. Wenn du den Herrn Jesus Christus hast, so hast du ihn als Retter und ihn nicht als Richter. Hast du ihn nicht, wirst du ihn als Richter begegnen, das verspreche ich dir. Deine Knie werden sich beugen. Und was willst du sagen? Was wird deine Ausrede sein? Was wird deine Ausrede sein, wenn doch Gott dein Herz kennt? Er kennt doch deine Gedanken. Der kann doch in die Zukunft sehen. Dieser heilige Gott, er kennt doch jetzt gerade, was du in den nächsten 5 Minuten machst. Also was wird deine Ausrede sein? Und wenn du betest, wie hast du zu Gott gebetet? Warst du auch demütig genug? Oder warst du hochmäßig und hast gesagt, komm mal her jetzt kurz, komm, zeig dich mal her. Nein, nein, nein. So wird mit Gott hier nicht geredet. So, Gott lässt sich nicht spotten. Demütig. Wir müssen zerbrochen zu den Herrn kommen. Und da gibt es auch einen Vers, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und richtet sie wieder auf. Und deswegen, Gott ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Aber wisst ihr, was das Problem in der heutigen Zeit ist? Der Mensch verdient genug Geld. Der Mensch macht sich lieber Gedanken, was kaufe ich mir für ein Auto? Wo kann ich gutes Geld verdienen? Oder wo ist die beste Party? Wann kann ich Urlaub wieder machen? Wann kriege ich frei, um Urlaub zu machen? Darüber macht sich der Mensch Gedanken. Aber was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn er alle Reichtümer dieser Welt hat, Schätze hat, aber seine Seele verliert? Was ist dann? Was hilft es dir? Du bist nackt geboren und nackt stirbst du wieder. Dein Grab wird 2 Meter unter der Erde sein. Was wirst du mitnehmen? Du kannst nichts mitnehmen. Dein Auto, alles, deine Familie, du wirst alles zurücklassen und wirst dann Angesicht von Angesicht vor Gott stehen. Was willst du ihm sagen? Ich habe Miete bezahlt, das ist schön und gut. Ich war immer nett, das ist schön und gut. Wie sieht's aber mit deinen Sünden aus? Eine Sünde trennt vor diesem heiligen Gott. Und wir alle haben gesündigt. Wir alle haben gegen diesen heiligen Gott gesündigt. Wir alle haben gegen diesen heiligen Gott rebelliert. Sei mal ruhig, du Corporal. Ja, okay, ich muss dich ganz kurz wegmachen. Hier kommen schon wieder dämonische Geister, die schreien gerade. Seht ihr das? Die schreien gerade. Deswegen, wir alle haben gegen diesen heiligen Gott gesündigt. Gott schaut vom Himmel, um zu schauen, ob es einen Verständigen gibt. Einer, der noch Gott fragt. Und sie sind alle abgewichen, sagt das Wort Gottes. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle nichts. Das Wort sagt, es wird eine Zeit kommen, da lieben sie das Vergnügen mehr als Gott. Es wird eine schlimme Zeit kommen,
Da werden die Menschen prahlerisch sein, überheblich. Man sieht doch in den ganzen Filmen, Gott wird gelästert und der Mensch duldet das. Man sieht doch, wie abfällig die Menschen miteinander umgehen. Warum ist das so? Weil der Satan die Menschen 24 Stunden bombardiert, geistlich. Der Satan ist eine Fangtentakel. Und der Satan möchte dich ablenken von der Wahrheit. Warum wird die Bibel so in den Dreck gezogen? Warum ist die Bibel das einzigste Buch der ganzen Welt, was so in den Dreck gezogen wird? Warum wird der Herr Jesus Christus so in den Dreck gezogen? Weil der Herr Jesus, weil der Satan ein Problem hat mit dem Herrn Jesus Christus. Er hasst den Herrn Jesus Christus. Er hasst den Gott der Bibel. Er eifert ihn nach und kopiert ihn. Und er möchte nicht, dass die Menschen gerettet werden. Und der Satan weiß, er kann den christlichen Glauben nicht töten. Er kann ihn nicht zerstören, weil es Gott nicht zulässt. Darum schickt er Irrlehrer, vermischt alles, verspottet den Gott und lenkt die Menschen ab. Und der Mensch geht freiwillig in die Hölle. Aber man muss sich auch die Frage stellen, bin ich eigentlich gerecht vor Gott? Würde ich vor Gott bestehen? Wo gehe ich hin, wenn ich sterbe? Was passiert nach dem Tod? Was ist der Sinn des Lebens? Was passiert, wenn ich heute sterbe? Haben mir die Menschen da draußen, die Medien, die Wahrheit gesagt? Oder gibt es da noch mehr als das? Gibt es da einen Gott? Dieses Universum, es ist so unendlich. Die Erde, so groß und so viele Menschen. Wer hat das alles erschaffen? Stell dir doch mal diese Frage. Du hast diese Berechtigung. Du hast das Anrecht. Wer hat diese Menschen erfunden? Wer hat den Menschen erschaffen? Von wo kommt das alles denn? Das ist eine Frage, die ist berechtigt. Und du hast das Recht dazu. Aber die Menschen fragen nicht mehr. Das ist das Traurige. Sie haben sich verblenden lassen von Reichtümer und Schätzen. Der Herr Jesus hat gesagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo wieder Motte und Rost sie fressen können. Dein Schatz wird so oder so verrostet werden. Die Männer heutzutage wollen schöne Autos fahren, damit sie von Frauen Anerkennung bekommen. Die Männer heutzutage knallen sich Testosteron oder geben sich als was aus, was sie gar nicht sind. Weil sie wollen von Menschen Anerkennung haben. Sie suchen Liebe, aber sie suchen Liebe am falschen Ort. Sie suchen Anerkennung, aber Anerkennung am falschen Ort. Und dass der Herr Jesus sagt, kommt alle her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch meinen Frieden geben. Frieden, den euch die Welt nicht geben kann. Die Welt kann dir keinen Frieden geben. Die Menschen suchen Liebe, aber wie ich schon sagte, an einen falschen Ort. Und dieser allmächtige Gott, er gibt dir Ruhe, Frieden, Liebe, Geborgenheit, er gibt dir alles. Und ich verspreche euch, und es ist immer so, wenn der Mensch auf einen Schlag alles verliert, dann merkt er in diesem Moment, ich bin abhängig von Gott, ich bin erbärmlich. Stell dir vor, du bist auf einmal in einer Wüste, du alleine. Und ich sage dir, kein Mensch kann dir helfen. Du bist der Erste, der nach Gott schreit. Und Gott ist so gnädig, dass er dich sogar retten wird. So ein gnädiger Gott haben wir. Stellt euch mal vor, ihr habt Kinder. Und diese Kinder gehen raus und machen, was sie wollen. Und die kommen nach Hause. Was macht ihr? Ihr schimpft mit euren Kindern, aber ihr liebt eure Kinder unendlich. Und so ist auch Gott. Wir machen Sünden, wir machen Fehler. Und er züchtigt uns, aber er liebt uns unendlich. Sonst würde er uns ja auch nicht erschaffen. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Er hat sein Bestes gegeben. Er hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit jeder Mensch, der an ihn glaubt, Mörder, Vergewaltiger, Drogensüchtiger, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Könnt ihr euch vorstellen, der Herr Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Gott hat seinen Thron verlassen. Er hat sich selbst entäußert. Gott wurde Mensch, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das war unter uns. Das Wort wurde Fleisch und war unter uns und hat sich angepasst, erniedrigt, auspeitschen lassen. Und er hat gesagt, vergib ihnen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und am Kreuz hat er gesagt, es ist vollbracht. Der Plan Gottes, so wie es auch der Plan von Anfang an in der Geschichte, Anfang an 1. Mose bis Offenbarung 22 war, alles hat sich erfüllt. Es war sein Plan und keiner konnte Gott daran hindern, weil es Gottes Plan war. Das müsst ihr euch mal geben. Die Menschen machen sich lustig über ihren eigenen Schöpfer. Über ihren eigenen Schöpfer, der sie von morgens bis abends ernährt. Woher kommt denn das Wasser? Woher kommt denn das Essen, diese Luft? Woher kommt das? Wir sind ein Geliehener. Alles, was ihr habt, ist alles geliehen. Sogar dein Körper ist geliehen. Das gehört dir gar nicht. Das gehört alles Gott.
Weil Gott hat es dir gegeben. So wie er es gegeben hat, so nimmt er es auch wieder. Und ich bitte dir, nimm dir die Zeit und mach dir darüber Gedanken. Weil es heißt, geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, suchen hat seine Zeit, alles hat seine Zeit. Aber die Frage ist, wie lange hast du noch Zeit? Wie lange hast du noch Zeit? Was ist, wenn du heute einen Herzinfarkt bekommst? Was ist, wenn du heute ins Bett gehst als Sünder und du wachst morgen auf an einen schrecklichen Ort? Was ist dann? Was ist, wenn du einfach im Schlaf stirbst? Jetzt bleib einfach im Schlaf stehen. Du rechnest einfach nicht damit. Wo wirst du sein? Was, wenn es wirklich eine Hölle und einen Himmel gibt? Was ist dann? Und es war für dich zu spät. Und du hast dich darüber lustig gemacht. Gott lässt sich nicht spotten. Er hat euch nicht, und das sage ich hier jeden Einzelnen, darum, wir macht euch darüber Gedanken. An die Christen, geht raus, verkündigt das Evangelium. Schämt euch nicht für den Herrn Jesus Christus, so wie er sich auch für uns klein gemacht hat und sich auch nicht für uns geschämt hat, wie er sich selbst entäußert hat und nahm die Gestalt eines Knechtes an, als ein Mensch erfunden, bis zum Tod am Kreuz. Deswegen sollten wir uns auch nicht für diese Botschaft schämen. Wir sollten uns darüber Gedanken machen. Wir sollten uns schämen, wenn wir uns darüber schämen. Und wenn ihr schwach seid, der Herr sagt selbst in seinem Wort, wir sollen uns nicht wegen unserer Stärke oder wegen unserer Weisheit rühmen, sondern vielmehr unsere Schwäche. Denn wenn wir schwach sind, ist der Herr am stärksten. Und deswegen habt keine Angst, denn nichts kann uns trennen und scheiden von der Liebe Gottes. Wieder Angst, Verfolgung, Hunger, Tod. Weil wir Christen, wir gehen nach Hause. Wir haben Angst, weil wir vielleicht fleischlich sind, aber wir gehen nach Hause. Und es heißt in Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? In Psalm 23 sagt König David, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Deswegen nehmt das ernst, was auch im Wort Gottes steht, und setzt es um. Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Versteht ihr? Seid Täter des Wortes. Seid nicht nur Hörer. Auch an die Christen, die eingeschlafen sind. Mache dich auf und werde Licht. Wache auf aus deinen Komaschlaf. Der Satan hat dir Schlaftabletten verpasst. Und macht wieder gerade die schlaff gewordenen Beine und richtet. Auch wenn sie es nicht hören wollen, egal, ist völlig egal. Wenn sie es nicht hören wollen, ist es völlig egal. Wenn wir den Gottlosen nicht warnen vor seinem gottlosen Weg, so wird Gott sein Blut von dir fordern. Es ist wichtig, dass wir die Menschen warnen. So Leute, das war's jetzt auch. Ich muss jetzt den Stream beenden, Leute. Ich wünsche euch allen Gottes Segen und nehmt das euch zu Herzen. Diese Feindesliebe. Es ist wichtig, dass wir unsere Feinde bedingungslos lieben. Dass wir unsere Nächsten lieben wie uns selbst bedingungslos. Dass wir wirklich uns demütigen. Dass wir uns selbst im Glauben prüfen. Sind wir echte Christen? Sind wir echte Nachfolger? Sind wir Larifari-Christen? Nehmen wir jeden Tag unser Kreuz auf uns und verleugnen wir uns selbst, so wie der Herr Jesus das gesagt hat. Was sind wir? Sind wir Teilzeit-Christen, die einmal in die Woche in die Gemeinde gehen? Oder sind wir echte Nachfolger? Und wir machen immer Fehler. Aber wir dürfen nicht vergessen, der Herr wird uns formen. Der Herr wird uns schleifen. Wie ein Diamant. Und alles hat seine Zeit. Und deswegen auch dieses Absterben. Alles hat seine Zeit. Wir werden jeden Tag sündigen. Aber wir kämpfen gegen der Sünde an. Denn wir wollen das Gute tun, tun aber das Böse. Weil wir noch diese Erbsünde haben. So, deswegen auch an die Christen, geht raus, verkündigt das Evangelium und habt innerliche Liebe. Seid demütig, seid gastfreundlich und vergeltet nicht Böses mit Bösen. Segnet lieber und ertragt lieber. Das ist wichtig. Wenn wir verfolgt werden oder geschlagen werden, dann erdulden wir. So wie die Apostel auch. Das ist wichtig, dass wir viel mehr segnen. Denn das ist Lohn bei Gott. Wenn wir für Gutes tun, leiden. Denn wenn wir Böses tun und leiden, das ist ja kein Segen. Aber wenn wir für Gutes tun, leiden, das ist Segen für Gott. Wenn wir in seinem Namen leiden, verfolgt werden und uns sogar noch freuen, das ist Segen, Leute. Und das sollten wir uns zu Herzen nehmen. Und jeder sehe den Bruder höher als sich selber. Dass wir uns untereinander unterordnen, Bruderliebe haben, das ist wahre Liebe. Dass wir uns demütigen. So.
Leute, das war's jetzt auch. Ich muss jetzt wieder essen. Mein Kraft ist schon wieder zu Ende, Leute. Deswegen tut mir leid, Leute. Auf jeden Fall Gottes Segen an alle. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen paar Worten stärken. Danke an alle, die mir gefolgt sind. Nicht die Chicken Wings. Macht ihr Chicken Wings. Ist zu spät. Ist zu spät für Chicken Wings. Es reichen auch Chips. Gottes Segen euch allen. Und so Gott will, werde ich dann morgen wieder live kommen. Und vielleicht wieder das gleiche Thema machen. Aber eins sage ich euch. Am 20. Also genau in 9 Tagen. Werde ich dann erstmal 10 Tage lang nur Streams machen über Halloween, weil es ist ja bald Halloween und dann werde ich auch so Halloween-Bilder benutzen und dann auch darüber aufklären und Leute reinholen, warum Halloween kein gutes Fest ist. Das wird das nächste Thema sein. Macht euch darauf gefasst, das wird heftig werden. Und da werde ich auch tiefer in die Materie reingehen, dass Halloween ein satanisches Fest ist, dass da satanische Rituale stattfinden. Und dass da sehr brutale Rituale stattfinden. Also ich wünsche euch einen Gottes Segen, der Herr segne euch und betet auch für mich, dass der Herr mir mehr Kraft gibt, mehr Liebe gibt, mehr Geduld gibt und dass ich auch viel mehr im Wort Gottes lese. Halloween am 31. Oktober, genau. So, Gottes Segen und bis dann, Leute. So.